Ich wiederhole mich. Ich nehme Ihre Meldung zur Kenntnis und werde Ihnen zur gegebenen Zeit das Wort erteilen. Die CDU crasht die erste Sitzung des Thüringer Landtages, indem sie zu unfähig ist, ihre eigene Geschäftsordnung zu lesen. Sie fallen immer wieder dem Alterspräsidenten in das Wort. Es ist sowas von völligem Wahnsinn, Leute. So eine Dreistigkeit habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist der Professor Dr. Vogt. Es ist die asoziale CDU in Thüringen. Und bevor ihr eine Beleidigung wittert, nein, wenn ihr mal die Definition von asozial euch anschaut, ist das hier offensichtlich, dass es sich um eine asoziale CDU handeln muss. Aber erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die CDU in Thüringen fällt dem Alterspräsidenten mehrfach in das Wort, will einen Geschäftsordnungsantrag stellen, um die Beschlussfähigkeit nach § 40 der Geschäftsordnung festzustellen. Ja, Herr Alterspräsident, an dieser Stelle, Sie haben ja vielen gratuliert, möchte ich natürlich Ihnen auch zu diesem Amt gratulieren. Und bevor wir in die weitere Tagesordnung eintreten, würde ich Sie bitten, Herr Alterspräsident, nach § 40 Absatz 2, da ja wir kurz auch vor Abstimmung stehen, spätestens zur Tagesordnung, festzustellen, dass wir beschlussfähig sind. Ich nehme Ihre Meldung zur Kenntnis und werde Ihnen zur gegebenen Zeit das Wort erteilen, nämlich entsprechend der Regelung in § 31 Absatz 2 der Geschäftsordnung nach meiner Rede. Lassen Sie mich nun bitte weiter ausführen. Herr Alterspräsident, mit voller Gebühr, aber der § 31 Absatz 2 sieht nur vor, dass nach Reden, dass die Aussprache erfolgt zur Geschäftsordnung. Wir befinden uns ja gerade in der Aufstellung der Tagesordnung. Und ich hatte einen Antrag gestellt. Sie sagen, Sie wollen das an dieser Stelle nicht machen. Dementsprechend würde ich beantragen, nach § 121 Absatz 2 dann auch darüber abzustimmen. Ich wiederhole mich. Ich nehme Ihre Meldung zur Kenntnis und werde Ihnen zur gegebenen Zeit das Wort erteilen. Dann muss ich nochmal widersprechen und bitte darum, dass an dieser Stelle auch die parlamentarischen Geschäftsführer nach vorne gerufen werden. Denn ich habe einen Antrag gestellt, abzustimmen nach der Geschäftsordnung und ich bitte darum, dass diese Abstimmung auch erfolgt. Herr Alterspräsident, ich hatte mich gemeldet und wir hatten eine gemeinsame Verabredung mit allen parlamentarischen Geschäftsführern, dass Sie so dann jetzt die Beschlussfähigkeit feststellen, indem Sie die Namen der Abgeordneten verlesen und Sie bitten, Ihre Anwesenheit zu bekunden. Und wir sind auch so verblieben, damit das entsprechend aufgeteilt ist, vorher die Schriftführer zu berufen. Ich unterbreche die Sitzung. Und da muss man nur mal sagen, so ein asoziales Verhalten der CDU in Thüringen hätte ich nicht erwartet. Und asozial wird als Adjektiv von Oxford wie folgt beschrieben. Man ist unfähig zum Leben in der Gemeinschaft oder man kann sich nicht in die Gemeinschaft einfügen. Man lebt am Rand der Gesellschaft. Liebe CDU in Thüringen, ich weiß nicht, was bei euch so schwer zu verstehen ist. In § 1 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages ist geregelt die erste Sitzung des Landtages. Und die Regelung der ersten Sitzung des Landtages beinhaltet eine Feststellung der Beschlussfähigkeit in Absatz 4 durch den Alterspräsidenten. Eine Beantragung der Feststellung durch § 40 durch das Anzweifeln einer ist völliger Wahnsinn, Leute. Wie kann man die Geschäftsordnung so mit Füßen treten und meinen, dieses Theaterschauspiel, es bringt irgendetwas? Die Sitzung wurde jetzt schon dreimal unterbrochen und zweimal hat die CDU schon die Klatsche kassiert, weil die anderen parlamentarischen Geschäftsführer der Auffassung sind, der Alterspräsident, der macht das ganz richtig. In § 40 über die Beschlussfähigkeit heißt es nämlich, wird vor Eröffnen der Abstimmung die Beschlussfähigkeit von einer Fraktion bezweifelt. Und zwar vor Eröffnung der Abstimmung, liebe CDU, und nicht, wie ihr meint, bei Eröffnung der ersten Sitzung des Landtages. Denn bei der Konstituierung heißt es, der Landtag tritt spätestens 30 Tage nach der Wahl zusammen. Heute ist der 25. Tag nach der Wahl.
Und der bisherige Präsident bzw. der Alterspräsident, der beruft die Sitzung ein. Und dieser Alterspräsident ernennt zwei Abgeordnete zu vorläufigen Schriftführern bzw. Schriftführerinnen. Sie haben das wirklich gegendert in ihrer Geschäftsordnung und lässt die Namen der Abgeordneten aufrufen. Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit wird dann der Präsident gewählt. Die CDU hat jetzt hier für Kamerabilder gesorgt, wo ich nur sagen kann, wer so undemokratisch agiert und die Leute in Thüringen meint, für Blöde zu verkaufen. Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Es ist absolut völliger Wahnsinn, ja. In Paragraph 1 über die Konstituierung des Landtages in Thüringen steht die Beschlussfähigkeit drin. Und sie gehen hin, sitzen so hier, Geschäftsordnungsantrag, sind immer zwei Finger im Landtag und verlangen, dass der Alterspräsident von seiner Reihenfolge abweicht. Da kann ich nur sagen, wie asozial seid ihr hier, weil ihr euch nicht in die Gemeinschaft einfügen könnt, in die Geschäftsordnung, die ihr selbst mit beschlossen habt. Die ist nämlich von Mai 2024. Und ja, sie wollen heute ein undemokratisches Spiel spielen, indem sie gewisse Dinge wählen und nicht wählen lassen. Ob wir dazu überhaupt kommen, ist völlig fraglich. Dieses ganze Dazwischengequatsche von dieser CDU Thüringen. Herr Friedrich Merz, denken Sie mal darüber nach, den Landesverband in Thüringen der CDU vom Bundesverband abzugliedern. Diese Partei agiert hier alles, aber nicht mehr sozial verträglich. Und ich bin gespannt, ob es für mich Konsequenzen hat zu behaupten, die CDU in Thüringen ist asozial, denn ich kann das ja untermauern. Ich habe das ja begründet. Sie sind nicht fähig, sich an die Geschäftsordnung zu halten, die ganz klar regelt, haltet die Klappe, die Konstituierung der Sitzung ist geregelt bis zur Wahl der Präsidenten. Aber Sie wollen die Geschäftsordnung ja jetzt noch ändern vorher, damit Sie keinen von der AfD wählen. Das sind Sie, die Superdemokraten von der CDU. Ich bin gespannt, wie das heute ausgeht. Ihr könnt gerne unter diesem Video das fortlaufende Geschehen kommentieren. Das Video hier ist kurz vor 1 Uhr aufgenommen. Die Situation, sie ist noch im Fluss. Und damit, ciao, bis bald.